Ja, okay, kommen wir zum nächsten Thema. Ich hab ihn Clemens Und sprachlos das gemacht. ist nicht leicht. Aber mit schlechten Witzen geht's. Gut. Kennst du Sam Altman? Ja, der ist ja jetzt wieder bei OpenAI. Ja, you've come a long way, baby. Also, weil ich weiß, es hat einmal angefangen, er ist weg, dann war er nicht weg, dann war er wieder weg, dann war er bei Microsoft, dann war er wieder nicht bei Microsoft, jetzt ist er wieder bei OpenAI. Oder ist er jetzt schon wieder woanders? Na? Warte mal. Schauen wir gleich nach Google. Weil ich habe irgendwann den Überblick verloren. Altman, Amidonen, okay. Also, schauen wir die aktuellsten News dazu an. Ja. Und Togold, okay. Schauen wir die aktuellsten News in der letzten Stunde an. Okay, na, er ist wieder bei OpenAI. Okay, kehren wir zurück. Bitte, ich lasse die jetzt einfach einmal Ich anfangen, kann ja weil jetzt auch das nicht viel ist dazu sagen, ja. aber fang mal an, Revue passieren. Vor einer Woche ist Sam Altman bei OpenAI vom Vorstand geschlossen. Und Sam Altman ist quasi der Gründer und CEO von. Na, ist er Gründer? Ja, sicher. Gründer und CEO Ja, von. der war Ja, Gründer, ja. und er ist, glaube ich, er ist schon ein weirder Kerl, aber ich glaube, der hat das mit OpenAI, er hat das Ganze einfach ins Laufen gebracht. Ich glaube, der ist jetzt nicht blöd, er ist weird, aber schlau. Schlechte Kombination. Aber jedenfalls ist der von. OpenAI ist jetzt dank ChatGPT letztes Jahr ja sehr ins Rampenlicht gerückt, kann man so sagen, oder? Ja. Vor allem, du musst jetzt, was ja die Sache so kompliziert macht, OpenAI ist ja zweigeteilt. Es gibt einerseits diese Firma, die quasi so, ja, wie nennt man es am liebsten, die dann so eher in einer Aktiengesellschaft ist und dahinter hast du sozusagen, nennen wir es so eine Art Ja, Stiftung. Stiftung und Und die, Forschung. ja, und die Stiftung verdient ja eigentlich kein Geld. Weil die hat sich ja das Ziel gesetzt, dass AI quasi Menschen dienen Genau, soll. Und OpenAI, also dieser Konzernpart, war ja dann das quasi das Geschäftliche war. Aber daran hat ja sogar, glaube ich, Sam Altman gar nichts besessen an dem Ding. er ist quasi der Kopf hinter der Forschung und Entwicklung. Ja, richtig, weil er besitzt quasi die Anteile an den Non-Profit-Ding Genau. oder irgendwie sowas. Also extrem kompliziert. Die Idee dahinter ist ja, so wie du es gesagt hast, dass diese KI-Forschung ja nicht für ein Unternehmen alleine zur Verfügung gestellt werden soll, sondern OpenAI, wie es der Name schon sagt, gut, Open ist nicht immer Open, aber OpenAI setzt sich dafür ein, sie forschen daran, nicht kommerziell finanziert aus der Stiftung, wo sich Unternehmen dran beteiligen können. Microsoft, Elon Musk und so weiter waren ja Geldgeber. Richtig, also Und das Ziel ist eigentlich, dass es dann diese Forschung dann allen anderen zur Verfügung gestellt wird, damit man dort nicht irgendwo ein Monopol hat richtig. von irgendeiner merkwürdigen künstlichen Intelligenz, die dann innerhalb kürzester Zeit die Welt befällt. Ja, sowas in der Richtung. Alles ein bisschen gesteuert. So. Genau. So. Ja, eigentlich. Es gibt eigentlich die perfekte Beschreibung. Das ist sozusagen Schrödingers Katze beschreibt es bei OpenAI eigentlich Ja. perfekt. Also er ist entweder da oder Genau. nicht. Jedenfalls. Kommt drauf an, zu welchem Tag du Am drauf geschaut Freitag hast. ist er von seinem Vorstand von die, von die, von, vom Vorstand gekündigt worden, rausgeschmissen worden. Am Montag hat dann Microsoft angekündigt, ja, er fängt jetzt bei ihnen an. Er und einige seines Teams. Ja. Microsoft hat gesagt, ja, wir nehmen alle, gebt uns nur ein bisschen Zeit, um euch die Ressourcen und
die Ressourcen bereitzustellen. Sie hätten alle per Handkuss genommen. Dann haben die Mitarbeiter bei OpenAI, und ich schätze mal, dass sie diese Mitarbeiter, die sich da vornehmlich gesagt haben, sie wollen kündigen, wenn sie einen Altman nicht zurückholen. Ich glaube, das waren vornehmlich Mitarbeiter aus der Forschung und Entwicklung. Also die schlauen ja. Köpfe, nicht die Marketingabteilung wahrscheinlich. Die haben gesagt, sie haben mit Kündigung gedroht und wollten dann zu Microsoft gehen dann. Dann hat es einen offenen Brief gegeben, wo sogar ein Vorstandsmitglied unterschrieben hat, das eigentlich was eigentlich seine Kündigung unterschrieben hat. Ja. Und jetzt ist er wieder zurück und ich glaube, das letzte Ding ist, dass der Vorstand jetzt auch umgebaut wird. Ja, ich vermute, dass jetzt dann wahrscheinlich, ja, sie werden es jetzt wahrscheinlich so ändern, dass das nicht mehr passieren kann. Ja, also ich bin irgendwann, ich habe einfach freiwillig bin ich ausgestiegen, weil ich mir einfach gedacht habe, was macht ihr da jetzt überhaupt? Ich habe dann, Mittwoch, glaube ich, habe ich das da in meine Notizen reingeben, da steht nämlich noch gar nichts, dass er wieder zurück ist. Da haben sie ja erst den Vorstand zum Rücktritt aufgefordert. Das war jetzt eine Woche mit Soap Opera Drama in der KI-Entwicklungs-Benefit Organization Nummer 1, keine Ahnung. Ja, ich glaube, der Gewinner von den ganzen ist Microsoft. Ja. Also, glaube ich, in voller Linie. Ja. Lass mal es einfach lass so stehen. So stehen. Es ist kompliziert. Ja, es ist kompliziert. Beziehungsstatus, es ist kompliziert.